Hallo, heute gibt es den Lesemonat Juni. Es fing an mit Elternteile von Monika Isaksthun. Karin und ihr Mann lassen sich scheiden. Sie regeln und verteilen alles vernünftig, aber sie haben auch eine Tochter, Anna. Anna ist 3 Jahre alt und nach der Scheidung lebt sie abwechselnd eine Woche bei ihrem Vater und eine Woche bei ihrer Mutter. In diesem Buch beschreibt Karin also die Schwierigkeiten, die diese neue Situation ihr bereitet. Und es geht viel tiefer, als man anfangs vielleicht annehmen mag. Beispielsweise geht es um ihre Schuldgefühle, um die Angst zu versagen. Es geht um verschiedene Ängste, ihre Tochter betreffend. Es geht auch um verschiedene Zweifel, die in dieser Situation aufkommen. Es geht um ihren Schmerz, um jetzt nur ein paar Dinge anzudeuten. Der eigene Druck Karins und auch der Versuch, in dieser Situation zurechtzukommen, treiben sie um und genauso sehr auch der Druck von außen. Die Ratschläge und Kommentare aus ihrem Umfeld, die Erwartungen von der Gesellschaft und auch der Druck ihrer Mutter. Die Mutter wurde damals selbst verlassen, als Karin und ihre Schwester noch Kinder waren und empfindet nun Karins Scheidung gegenüber Unverständnis und vor allen Dingen auch Missbilligung. Neben Karins Mutterrolle also, die hier im Vordergrund steht, genauso wie auch ihre Beziehung zu ihrer Tochter, die nicht simpel ist, wo auch einige Gefühle sich aufdrängen und zum Vorschein kommen. Daneben also geht es auch um Karins Beziehung zu ihrer Mutter, zu ihrem Ex-Mann, zu ihrer Schwester und vor allen Dingen, finde ich, auch um ihre Beziehung zu sich selbst, die in dieser neuen Situation natürlich auch aufgewühlt wurde. Es soll jetzt aber nicht der Eindruck entstehen, dass Karin hier eine Opferrolle einnimmt und nur unsicher und am Verzweifeln ist. Sie ist genauso sehr auch aufrührerisch und insbesondere auch reflektiert. Es ist ein Buch über das Zerbrechen von Familien und geteiltes Sorgerecht. Es geht um innere und äußere Konflikte, deren Ursachen ganz vielschichtig sind. Und Isaksthun zeigt facettenreich und so tiefgehend auf, welche und wie viele Kämpfe Karin zu durchleben hat. Und das, ohne es erklärend und beschreibend runterzuschreiben. Es beinhaltet sehr kurze Kapitel. Es ist vielmehr eine Zusammensetzung aus Beobachtungen, Gefühlen, Reflexionen und Eindrücken und teilweise nur 1, 2 oder 3 Sätze und das alles sagt so viel mehr aus. Es ist, finde ich, eine sehr, sehr wirkungsvolle Art, Karins Inneres aufzuzeigen, das dadurch auch wirklich noch sehr viel greifbarer und sehr viel realer für mich wurde. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Es gäbe noch sehr viel über dieses Buch zu sagen, aber ich belasse es dabei. Wir hatten übrigens die Möglichkeit, Monika Isaksthun während der Pressereise in Norwegen zu interviewen. Es gibt kleine Ausschnitte dieses Interviews in dem Video, was ich euch selbstverständlich unten in der Infobox verlinken werde, falls ihr euch es anschauen möchtet. Ich fand dieses Buch richtig, richtig, richtig gut. Es ging weiter mit Die Welt im Rücken von Thomas Melle. Über dieses Buch hatte ich bereits im letzten Video gesprochen, deswegen fasse ich mich hier kurz. Thomas Melle ist manisch-depressiv. In diesem Buch beschreibt er autobiografisch seine Erlebnisse und Erfahrungen mit diesem Leiden. Er gibt Einblicke in seine Erlebnisse und vor allen Dingen auch in sein Inneres, egal in welcher Phase, sei es die manische, die depressive oder auch die gesunde Phase, die alle Achtung verdient. Es ist unfassbar, mit welcher Ehrlichkeit und mit welcher Offenheit er darüber schreibt und dafür kann man ihm, also für diesen Mut kann man ihm wirklich eigentlich nur danken, denn ich fand dieses Buch sehr aufklärend. Ich habe eine Menge erfahren können in diesem Buch. Es ist sehr bewegend und ergreifend und vor allen Dingen auch sehr verständlich für Außenstehende. Sprachlich und inhaltlich wirklich eine ganz, ganz große Leistung und eine ganz große Leseempfehlung. Falls ihr mehr über dieses Buch wissen möchtet, verlinke ich euch selbstverständlich das andere Video, psychologisch interessante Bücher, Teil 3. Als nächstes habe ich gelesen Das Feld von Robert Seethaler. Es spielt in einer Kleinstadt. Ein Mann geht auf den Friedhof, das Feld genannt, und hört Stimmen. Es sind Stimmen der Toten, die dort begraben liegen. 29 an der Zahl erzählen sie alle von ihrem Leben. Allerdings handelt es sich dabei um Monologe. Es sind keine Gespräche mit Bemerkungen und Antworten der anderen Toten. Jedes Kapitel ist einem Toten gewidmet und sie erzählen nicht über ihr ganzes Leben, sondern über eine bestimmte Zeit oder Erlebnisse, die für sie besonders wichtig waren. Es geht dabei um Freundschaften, um Liebe, Enttäuschungen, Hoffnungen,
das Leben eben. Was mir an diesem Buch ganz gut gefiel, war, dass es in den Berichten einige Überschneidungen gibt. So tauchen manche Figuren in den Erzählungen anderer Figuren später noch einmal auf, wie beispielsweise der wahnsinnige Pfarrer, und so bekommen wir auch ein etwas besseres Bild über manche Figuren. Oder aber manche Figuren berichten über die gleichen Erlebnisse mit ihrer jeweiligen Sicht, ihrer ganz eigenen Wahrnehmung. Und da gibt es natürlich auch einige Unterschiede. Was mir auch sehr gut gefiel, war, dass die Figuren, wenn man ihre Erzählungen liest, die eben manchmal auch durch andere Berichte ergänzt werden, in dem Moment sehr glaubhaft wurden, sehr real für diese Zeit. Und das, obwohl die Sprache der Toten jeweils nicht auffällig anders ist. Also die Art, wie sie erzählen, ist schon sehr ähnlich. Aber das, was sie erzählen, worüber sie erzählen und ihre eigene Wahrnehmung, das ist es, was die Figuren unterscheidet. Bleiben wir gleich bei diesem Punkt. Enorme Ausbrüche oder Gefühlsduselei bleiben uns hier erspart. Es ist eine recht ruhige Geschichte. Der Grundton melancholisch, aber es gibt auch heitere Stellen. Es ist ein Buch ohne große Aufregung über die bedeutungsvollen und auch sehr alltäglichen Momente des Lebens. Ich weiß mittlerweile, dass viele dieses Buch lieben und abfeiern. Ich fand es sehr gut, ich habe es sehr gerne gelesen, finde es aber nicht überwältigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich fand es sehr gut, aber ich kann noch nicht einschätzen, wie lange und wie gut mir diese Geschichte in Erinnerung bleiben wird, da es sehr viele Figuren sind und wir immer nur sehr kurze Einblicke in ihr Leben bekommen und es auch kein eigentliches Hauptthema gibt. Es geht um das Leben und das ist nicht sehr speziell und deswegen weiß ich nicht, wie gut ich mich später an diese Geschichte erinnern werde. Abgesehen davon hat dieses Buch, ich bin da wahrscheinlich die Ausnahme, keine allzu großen Empfindungen bei mir hervorgerufen und es hat mich auch nicht sonderlich nachdenklich gemacht. Deswegen bin ich nicht hin und weg. Es hat mich nicht vom Hocker gerissen, aber ich fand es sehr gut. Über das nächste Buch hatte ich auch schon in einem anderen Video gesprochen, deswegen fasse ich mich wieder kurz, und zwar Das Mädchen von Angelika Klüssendorf. Das Mädchen wächst unter der Tyrannei der Mutter und unter starker Vernachlässigung auf, aber sie hat einen großen Überlebenswillen und lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Den Charakter und die Entwicklung des Mädchens, die natürlich auch durch die Umstände geformt werden, fand ich super interessant und sehr, sehr gut dargestellt mit nur knappen Worten. Mehr braucht Angelika Klüssendorf aber auch nicht, finde ich. Es ist ein sehr mitreißendes, bedrückendes und sehr, sehr gutes Buch. Und falls ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, verlinke ich euch selbstverständlich auch das andere Video unten in der Infobox. Als nächstes habe ich ein englisches Buch gelesen, How to be Human von Paula Carcosa. Von einer Übersetzung weiß ich bisher noch nichts. Es geht hier um Mary. Mary ist im Beruf nicht sehr glücklich und mittlerweile lebt sie ziemlich zurückgezogen und ist auch recht einsam. Eines Tages ist ein Fuchs in Marys Garten. Er bleibt, er flüchtet nicht. Und Mary ist fasziniert von diesem Fuchs, verjagt ihn nicht. Mit der Zeit wird dieser Fuchs ein regelmäßiger Besucher in Marys Garten, später in ihrem Haus, vor allen Dingen aber in Marys Leben. Denn Mary hat zunehmend das Gefühl, dass sie eine besondere Verbindung haben. Sie liest seine Bewegungen, seine Blicke. Die zwei lernen sich zu verständigen, meinen es zumindest. Sie werden Vertraute im Geheimen. Der Fuchs bringt Mary Geschenke, Dinge, die er in der Gegend aufstöbert, und legt sie vor ihre Tür. Eines Tages liegt dort ein Baby, Flora, das Baby der Nachbarn. Was aber unklar bleibt, ist, wer das Baby wirklich vor die Tür gelegt hat. Es könnte der Fuchs gewesen sein, es könnte aber genauso sehr auch Floras Mutter gewesen sein, die nach der Geburt durch eine sehr schwierige Phase geht. Es könnte auch Mark gewesen sein, der Ex-Verlobte von Mary, mit dem sie eine sehr zermürbende Beziehung hatte, der nun aber wieder aufgetaucht ist und nicht vorhat, bald wieder zu gehen. Es könnte aber auch Mary selbst gewesen sein, denn es scheint manchmal, dass sie etwas verwirrt ist. Vielleicht ist sie es auch nicht. Alles ist möglich und das eigentlich in dem gesamten Buch. Einbildung und Wahrheit sind nicht ganz sicher auseinanderzuhalten in der ganzen Geschichte. Realität und Illusion sind so miteinander verwoben und dadurch auch so verschoben, dass man
selten wirklich sicher sein kann. Der Fuchs selbst ist real, alle sehen ihn, aber sie sehen und kennen den Fuchs nicht so wie Mary. Oder ist das auch nur Marys Blick auf den Fuchs und eine fantasievolle Ausschmückung der Realität? Tja, selten ist in diesem Buch etwas eindeutig und ich finde genau das das Reizvollste an diesem Buch. Marys Charakter und ihre Beziehung zu sich selbst und den anderen Figuren ist recht komplex. Insbesondere ihre Beziehung zum Fuchs, was natürlich auch unmittelbar mit ihr selbst und der aktuellen Situation, in der sie sich befindet, zu tun hat. Und das zeigt Paula Cocozza hier, finde ich, sehr feinfühlend, sehr detailreich und außergewöhnlich fantasievoll auf. Sie wird hier nie ausdrücklich und eindeutig, aber trotzdem ist alles sehr wahrnehmbar. Ich fand vieles nicht auf Anhieb greifbar und es gibt nicht sehr viele Bücher, die mich mit so vielen Fragen und Unsicherheiten durch die Geschichte geführt haben, aber dieses Buch hat für mich zunehmend an Faszination gewonnen. Am Ende hatte ich dann noch überlegt, warum das Buch eigentlich diesen Titel trägt, was sehr gut war. Dann habe ich alles nochmal mehr überdacht und dadurch auch bessere, klarere Deutungen und mögliche Antworten für mich gefunden. Ich fand es super spannend. Für mich war das etwas wirklich komplett Neues. Ich könnte es nicht mit irgendeinem anderen Buch vergleichen. Als nächstes habe ich gelesen das Casting von Ryu Murakami. Es geht hier um Ayoma. Er ist seit vielen Jahren Witwer und seit dem Tod seiner Frau hat er auch keine Beziehung mehr zu irgendeiner Frau gehabt. Immer wieder wird er gedrängt oder darauf angesprochen, dass er sich eine neue Frau suchen soll. Und als sein jugendlicher Sohn ihn auch darauf anspricht, beschließt er dann genau das letztlich zu tun. Ein Freund Ayomas hilft ihm dabei, indem er einen Plan ausheckt. Er organisiert ein Casting für einen Film, den es nicht geben wird. Zahlreiche Frauen erscheinen zu diesem Casting, aber Aoyamas Entscheidung fällt schnell. Er ist fasziniert von der jungen Asami. Nach dem Casting treffen sie sich noch einige Male. Es wird aber auch sehr bald deutlich, dass mit Asami, der Frau, irgendetwas nicht stimmt. Alle bemerken das, auch der Leser, nur Aoyama selbst will es irgendwie nicht sehen. Die Befürchtungen bewahrheiten sich dann am Ende. Und es war für mich so vorhersehbar, dass ich eigentlich eine ganze Weile dachte, dass es noch irgendeine Wendung geben wird, aber dem war nicht so. Die einzige Überraschung war, dass das Ende dann doch sehr viel gewalttätiger und blutrünstiger ausfiel als erwartet. Der Spannungsbogen wird eigentlich so gesehen sehr gut aufgebaut. Über die Hälfte des Buches, glaube ich, ist es relativ ruhig. Da lesen wir über Aoyama und auch die Annäherung mit Asami. Und dann das Ende, das war wirklich sehr rasant. Mit Vollgas ging es zum Showdown. Was halte ich also von diesem Buch? Ich fand es nicht gut, aber auch nicht völlig schlecht. Es ist halt ziemlich abgefahren, das Ende zumindest. Und das Ende ist eigentlich auch das, was mir nicht so gut gefiel, mal abgesehen davon, dass es keine Überraschung gibt und es sehr vorhersehbar war, wenn auch nicht in dem Maße. Das Buch war einfach nicht so ganz mein Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendetwas in dieser Geschichte übersehen habe, weil ich mich mit Japan und der Kultur nicht besonders gut auskenne, aber vielleicht steckt auch einfach nicht viel mehr dahinter. Ich fand es so lala bis nicht ganz so gut. Aber den Anfang fand ich echt eigentlich gar nicht so verkehrt. Das Ende hat es ruiniert. Danach habe ich gelesen Die Hauptstadt von Robert Manasse, der Gewinner des Deutschen Buchpreises letztes Jahr. Besser spät als nie, zumindest in diesem Fall. Das Ganze spielt in Brüssel und es geht um die EU und ihre Politik. Genauer gesagt geht es um die EU-Kommission, in der nicht nur ein Ziel, sondern viele Ziele verfolgt werden. Das heißt, wir lesen hier über persönliche Interessen, regionale und nationale Interessen in einer supranationalen Kommission. Dabei spielen natürlich Macht, Karriere, Intrigen und Lobbys eine Rolle. Wir erfahren sehr viel darüber, insbesondere als die EU-Kommission eine Feier anlässlich ihres Jubiläums plant, um übrigens ihr Image aufzuwerten. Die Feierlichkeiten sollen in Auschwitz stattfinden, natürlich nicht ohne Grund, und ein Holocaust-Überlebender soll das Gesicht der Feierlichkeiten werden, so ist zumindest der Plan. Aber
Die ganze Planung wird erschwert durch die Bürokratie und natürlich auch durch das ganze Durcheinander verschiedener Interessen. Das ist allerdings nur ein Handlungsstrang in diesem Buch. Darüber hinaus lesen wir beispielsweise auch über einen Mordfall, den der Polizeikommissar nicht weiter verfolgen darf. Es geht um Geheimorganisationen, um einen Prof, der bei einem Think Tank eine brennende Rede hält. Es geht um Flüchtlinge und um Schweine. Damit ist nicht nur der Schweinezüchterverband gemeint, sondern uns begegnet hier ein echtes, reales Schwein. Am Anfang des Buches saust es durch Brüssel und es begegnet uns am Ende des Buches noch einmal das gleiche Schwein. Dieses Schwein verrät uns am Ende dann sehr viel über die Presse, die Politik und ihre Arbeit. Und Robert Manasse versäumt es auch nicht, in jeglichen anderen Situationen Schweine, personifiziert oder nicht, einfließen zu lassen. Ich fand dieses Buch wirklich sehr unterhaltsam, sehr spannend und auch sehr gut zu lesen. Wer hätte gedacht, dass ein Roman über die EU das alles kann? Liegt natürlich auch daran, dass hier die vielen verschiedenen Stränge wunderbar zusammengeführt werden in der Geschichte, obwohl ich zumindest anfangs nicht richtig ahnen konnte, wie das alles zusammenlaufen wird. Das fand ich sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefiel, war, dass das ganze Buch gespickt ist mit ordentlich Humor und auch Ironie und Sarkasmus und das auf eine sehr, sehr ausgewogene, sehr gute Art und Weise. Es ist also schon ein kritischer Blick mit viel Humor und auch eine Erinnerung, muss man fast schon sagen, daran, dass die Union über die persönlichen und nationalen Interessen hinaus eine europäische schaffen sollte. Ich habe das Buch wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand es sehr gut. Als letztes noch eine Graphic Novel, und zwar Was du nicht siehst von Luke Pearson. Es ist eine sehr kurze Geschichte über das Ende einer Beziehung und auch über die schönen und bezaubernden Kleinigkeiten im Leben, die einem entgehen, wenn man sich von den Dingen, die nicht so gut laufen, in Beschlag nehmen lässt, wie in diesem Fall der Protagonist. Er ist so auf die schlechten Seiten des Lebens und des Augenblicks fokussiert, dass er all die schönen Dinge um ihn herum gar nicht mehr wahrnimmt. Luke Pearson hat das Ganze sehr fantasievoll dargestellt, sowohl die guten als auch die schlechten Seiten, beispielsweise durch einen tanzenden Baum, durch einen quietschenden Mond oder auf der anderen Seite durch das Herumtreiben von Schatten der Ruhelosen. Dadurch macht er seine Aussage sehr gut und auch sehr schnell deutlich. An Farben hat er nur Orange- und Brauntöne benutzt, was sehr gut passt. Die Zeichnungen gefielen mir. Eine sehr schöne und gute Graphic Novel, allerdings finde ich auch tatsächlich zu kurz. Ich war einfach so schnell durch, obwohl ich mir wirklich Zeit gelassen habe, auch beim Betrachten der Illustrationen und so weiter, dass ich dann am Ende dachte, das war es schon, wirklich fertig. Muss man eben abwägen. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, sich diese Graphic Novel irgendwo auszuleihen. Wie gesagt, muss jeder selbst abwägen, ob es das wert ist oder nicht. Und das war's. Das war mein Lesemonat Juni. Ich würde mich natürlich auch diesmal riesig freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu den Büchern da lasst. Vielleicht gab es das ein oder andere, das euch nun angesprochen hat oder vielleicht auch im Gegenteil, ganz und gar nicht. Lasst es mich sehr gerne wissen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Video schöne Lesestunden. Macht's gut. Ciao.